Demo-Parade am Christopher Street Day in Wiesbaden. Der öffentliche und mediale Umgang mit dem Thema Homosexualität ist liberaler geworden. Allerdings bedeutet das noch lange nicht, dass die Realität aller nicht heterosexuell orientierten Menschen in Deutschland frei von Diskriminierung ist. Aus der Sicht der Veranstalter vom Verein Warmes Wiesbaden ist der Christopher Street Day immer noch aktuell. Weil viele Menschen immer noch Vorurteile und Vorbehalte haben und die verschwinden nicht so schnell aus den Köpfen. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir rechtlich noch ganz weit davon entfernt sind, uns diskriminierungsfrei nennen zu dürfen, als Land und als Gesellschaft. Solange sich Bundeskanzlerin Angela Merkel, Zitat, schwer tut, mit der kompletten Gleichstellung heterosexueller Ehen und homosexueller Lebenspartnerschaften, besteht durchaus noch Diskussionsbedarf. Die Öffnung der Ehe ist eine ganz zentrale Forderung und das vollständige Adoptionsrecht. Das sind zwei Kernforderungen. Darüber hinaus die Einführung eines dritten Geschlechts für Intersexuelle und bessere Rahmenbedingungen auch für Transsexuelle in rechtlicher Hinsicht. So bunt die Demoparade auch ist, die Forderungen der Teilnehmer sind ernst zu nehmen.